Ich bin seit wirklich vielen, vielen Jahren in der Aluminiumindustrie tätig und hätte mir zu Beginn natürlich auch nicht gedacht, dass ich mal diesem Verband vorstehe, aber es ist ein wunderbarer Werkstoff und ich werde alles tun, auch als Präsident, zu versuchen, das weiter nach vorne zu tragen. Das ist ein ganz großes Thema, Aluminium und Automobil. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber sowohl das Automobil wie auch Aluminium sind im Jahr 1886 im gleichen Jahr an den Start gegangen. Haben also eine sehr, sehr lange Geschichte, obwohl Aluminium ein junges Metall ist. Und ich glaube, ohne Aluminium wäre das Auto nicht da, wo es heute ist. Aber umgekehrt kann man auch sagen, ohne den Druck der Anforderungen der Automobilhersteller wäre Aluminium vielleicht auch noch nicht so weit und so stark, wie wir heute sind. Also eine tolle Symbiose. Die Politik ist ja vorgegeben, dass die Automobilisten ihre Autos leichter machen müssen. Also CO2 oder E-Mobilität sind hier nur als Stichworte genannt. Und wenn ich ein Auto leichter machen will, dann brauche ich leichte Werkstoffe. Und der beste leichte Werkstoff ist natürlich Aluminium. Das heißt, wir sind hier auch gesellschaftspolitisch gefordert, als Industrie dieser Notwendigkeit, dieser politisch gewollten Notwendigkeit, Antworten zu liefern. Ich habe Metallhändler gelernt, bin in meiner Seele bis heute Metallhändler geblieben. Ich vertrete die TriMet, das wissen Sie, TriMet steht für Trading in Metals. Wir sind dann irgendwann mutiert zum Produzenten, zum Recycler, zum Gießer. Aber in der Seele meines Herzens habe ich diesen händlerischen Ansatz. Und ich glaube, dass dieses Metall auch wunderbar zeigt, dass es eben ein Metall ist, was global verfügbar ist. Wenn wir über Aluminium reden, reden wir nicht nur über Deutschland, wir reden über China, Brasilien, Indien. Es ist einfach weltumgreifend da und das macht es eben auch so verlässlich und so berechenbar.